Kambali Asana, die Stellung des Yogameisters Kambali. Rafaela zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend gibst du einen Fuß auf die Zehenspitzen vor den Geschlechtsorganen, sodass die Ferse am Schambein ist. Dann hebst du den anderen Fuß und gibst die andere Ferse oberhalb der einen Ferse. Idealerweise berühren beide Fersen Schambein bzw. Unterbauch. Dann gibst du die Hände auf die Knie, schließt die Augen und schaust zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Kambali ist einer der 84 Naht Siddhas, einer der 84 Yogameister der Siddha-Tradition, der Natha-Tradition, nach denen 84 Asanas benannt wurden. Mit der Stellung der Fersen wird bezweckt, dass die Energie des Svadhisthana-Chakras nach innen geht und die Sexualenergie sublimiert wird. Kambali Asana, also eine Übung zum Erwecken der Energien in der unteren Körperhälfte, insbesondere Muladhara und Svadhisthana Chakra, und eine Übung, um Energie zu sublimieren. Mehr Infos über dieses und alle anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.